Hallo, liebe Freunde, ihr erinnert euch noch an die sogenannten Rassismusvorwürfe gegen Brandenburger Jugendliche. Dort im Kiez am Frauensee soll es also zu rassistischen Äußerungen gekommen sein. Der Fokus, die junge Freiheit, hat das Thema jetzt wieder aufgegriffen. 5 Monate sind ins Land gegangen seit diesen Vorwürfen. Es hat sich nichts erhärtet, wie ich damals schon sagte. Es ist nichts. Es ist kein Rassismus, es ist keine Körperverletzung, es gab keine Sachbeschädigung. Aber der Bundespräsident hat sich eingeschaltet und da wieder irgendwas von Rassismusvorwurf gefaselt. Ich werde ihn auffordern, sich bei den Brandenburgern und bei den Beteiligten zu entschuldigen. Wir haben damals schon gesagt, dass es Quatsch ist, aufgebauscht. Aber zum Beispiel der Verein Opferperspektive hat hier gleich Rassismus gewittert und die Jugendlichen diskriminiert, ganz Brandenburg diskriminiert. Der Bundespräsident hat sich eingeschaltet, hat die Jugendlichen und ganz Brandenburg diskreditiert und diskriminiert mit seinen Anwürfen. Hier wäre Rassismus im Spiel, war ja nicht so. Und wie jetzt einige Medien nahelegen, Fokus, die junge Freiheit, die also bei der Polizei nachgefragt haben. Es hat sich nichts erhärtet. Nach 5 Monaten Recherche und Untersuchung hat sich nichts dergleichen erhärtet und wird sich auch nichts dergleichen erhärten. Dass also Lehrer und Schüler solche Lügen verbreiten dürfen, auch im Fernsehen, das erschüttert. Und wir werden nicht ruhen. Wir werden den Bundespräsidenten auffordern, sich zu entschuldigen. Es gibt auch noch einige Abgeordnete im Brandenburger Landtag, die müssen sich auch entschuldigen, denn an diesen Vorfällen ist nichts dran. Wir erkennen hier lediglich ein Muster, das immer wieder auf Deutsche eingehauen wird, mit der Rassismuskeule gehauen wird, um uns mundtot zu machen, um hier noch mehr Gelder freizusetzen für die illegale Migration, um uns Deutsche hier aus unseren angestammten Gefilden zu vertreiben und eben andere Menschen hier anzusiedeln. Wenn ihr das nicht wollt, geht bitte am 12. November wählen. Es wird der neue Landrat gewählt. Ich bin Ihr Kandidat. Lasst uns den Landkreis blau machen. Dahme Spreewald wählt die AfD und damit ist der Spuk vorbei.